aber die bisherige veröffentlichte, ich habe eins bei 100 rausgehauen, ich habe eins bei 500 rausgehauen. Ja, die sind schon online, ne? Kann schon nachgucken, muss ich unbedingt nachhole. Ja, die gute alte Zeit, du hast recht. Ich war schon immer so Showmensch, ne? Jo, gerade die Aktion mit dem Quetzel, einfach nur auffallen. Auffallen warst du, ne? Selber noch kein YouTube gemacht, aber schon immer in YouTube drin gewesen, ne? Jo. Jetzt mittlerweile, ach Gott, wie lange mache ich jetzt schon YouTube? Was weiß da nicht? Twitch. Twitch ist frisch. Twitch mache ich ganz, ganz frisch. Willkommen, meinen neuen Sturmtruppler. Hier nimm deinen Helm entgegen und reih dich bei den anderen ein. Willkommen beim Imperium. So. Ich muss doch jetzt mal klarkommen, ne? Irgendwie taucht doch kein Sturmtruppler auf. Das wird schwierig. Das wird echt schwierig. Ich muss doch irgendwie allein klarkommen. Vielleicht lerne ich doch mal ein paar Sachen. Das ist schade. Schade, dass kein Sturmtruppler auftaucht. Aber was soll man machen, ne? Mehr ist der Imperator. Mehr ist damals in der Ausbildung allein klarkommen. Das muss doch irgendwie gehen. Wir kommen aus einem Todesstern. Höhere Technologie. Werden doch irgendwie klarkommen, denke ich. Oh, guck mal. Da kennen wir doch schon mal ein paar Sachen. Habe ich alle Werkzeuge? Ja. So, diese Sache, das lerne ich jetzt einfach nicht, weil... Ja, das, wie gesagt, ich hätte gern, dass Leute joinen und sich dann Berufe finde, zum Beispiel für Waffe oder Maschine. Ja, wir haben ein paar Mods drauf, Rüstung. Guck mal, wir haben sogar so Mech-Roboter drauf, weil bei Star Wars gibt es ja so Mech. Jo. So, machen wir das noch, dann kann ich weitere. Wie heißt es? Flare Guns mache, um auf mich aufmerksam zu machen. Rüstung brauche ich nicht wirklich. Ich habe ja zum Glück Lack, ne, wo ich hier gestrandet bin. So, jetzt müssen wir doch mal ein paar Sachen ernten: die Holz zusammentrage und Stroh. Geh hier und mach nochmal den Browser zu und öffne den Browser neu. Vielleicht läuft es dann wieder flüssiger bei dir. Oder du musst in der Qualität vom Stream runterdrehen. Was ist mit dem Nightbot? Oh, Brommel, was hast du schon gemacht? War der Nightbot böse auf dich? Achso, hast du nur Emojis gepostet? Ja, das funzt nicht, das will er nicht. Ich spüre bereits die Präsenz eines Jedis, der sich unergeschmuggelt hat. Wurde da was geändert? An was wird was geändert? Ciao, ciao, Promäusche. Es war schön, dass du trotzdem Ring geschaut hast, aber nicht viel Zeit hattest. Freue ich mich trotzdem immer. Ah, wenn nur kurz da warst. Bist im Gedanken geblieben. Ich wünsche dir schöne Augen. Oh, unterschätzt Quibus nicht. Der hat damals bei Art Fragezeichen ganz schön viele Implantate gesammelt. Skeletor, du kannst dich ruhig outen. Ja, das ist dein Ruf, den du hier verteidigen musst.
Gamer X. Kennst du überhaupt die Geschichte von Grievous? Hast du die mal genauer angeschaut? Mal durchgelesen? Das ist schon interessant, wie viel Story-Potenzial auch noch hinter dem Charakter Grievous gesteckt hat, ne? Es ist ja nicht nur das bisschen, was man im Film gesehen hat. Da ist ja so ein großer Story-Strang hinter dran. Oh, hatte ich jetzt nur durch das Farmen so viel geditscht? Eieieiei. So. Ja, wir müssen doch langsam klarkommen. Da taucht kein Sturmtruppler auf. Wir müssen alleine irgendwas reißen. Wir haben ja doch vorhin schon mal eine Droide gesehen. Ja, wir müssen aufpassen, dass wir nicht entdeckt werden von den Rebellen. Solange kein Jedi auf dem Planet ist, dürfte man unbemerkt bleiben. Wir haben ja auch schon ein Leuchtsignal gesetzt, vielleicht kommt ja jemand. Ob man das vielleicht vom Todesstern aussieht, das wäre so eine Frage, ne? Diesmal in Richtung Todesstern, vielleicht sieht es ja dann ein Sturmtruppler. Holt mich hier ab oder Lord Vader sieht mich. Jo, Interesse ändern sich, klar. Hast du da die neue Filme mal angeschaut oder gar nichts mehr? Wollte nichts mehr mit zu tun haben. Ich hab halt mit Ark angefangen und war halt damals, ja, wie nennt man das, Vibe, ne? Das war so die Sache. Wie nennt man den Tribe? Und der erste Tribe war ich noch nicht mal Anführer, ne? Ich hab dann auch mich untergeordnet, hab's Spiel kennengelernt und hab dann gesagt, boah, ich bin viel besser wie der Owner dat. Ich kann das besser und bin dann dat raus, hab mal Eichner Tribe gegründet. Der hat dann auch erst Gegengift gehäß, ne? Da war man noch gar nicht das Milieu Imperium. Ne? Waren aber trotzdem schon auf dem Beam-Server aktiv. Er hat damals ein öffentlicher Server gemacht, der die ganze Zeit online war. Der war Mollens und dort haben wir schon gezockt und gespielt und Ark kennengelernt. Ja, und ja, groß geworden. Und dann sind wir geraidet worden von einem anderen Tribe und ich habe dem Tribe Rache geschwört. Und damit der Tribe uns nicht das zweite Mal raidet tut, haben wir dann gesagt, gut, wir ändern den Namen, was nehmen wir? Und ich habe gesagt, ich will was Böses, denn ich will die Rache. Und wegen dem Rache und wir werden zurückschlagen, hat irgendeiner gesagt, ey, komm, wir nehmen uns doch do Star Wars. Und weil ich da in die Richtung Fan war, ja geil, Imperium, jawohl, da du mal noch die Flagge Imperium-Symbol drauf mache und jo, wir sind's Imperium, wir machen eine Todesstern-Base und machen sie alle fertig. Ja. Und ja, dann sind wir immer mehr wo auf dem Server, immer mehr in die Tribe eingeladen. Wir waren am Schluss 75 Mitglieder im Imperium auf dem Server. Und jeder andere Tribe, wir sind mit Spino und Tyrex um die Tribe-Base drumherum gelaufen. Ergibt euch und joint im Imperium oder stirbt. Und so sind wir immer größer, wo und wo wir dann so die 80 erreicht hat, haben wir gesagt, so, jetzt gibt's the bit. Big Wait, wir greifen den Beamsoil-Baser, wo der Turm nie fertig gebaut wurde. Falls du das noch weißt. Beam hat ja selber auf seinem Live-Server als ab und an mal gezockt und hat auch da versucht, so einen Turm hochzuziehen. Genau diese Stadtbase, die haben wir geplättet. Das war unsere letzte Aktion auf dem Server. Ja. Und dann, dort und do, fingen dann die Projekte an. Das erste Projekt, Beat the Beam. Ach Gott. Hab ich Beat the Beam gefeiert. Meine Güte.
Ja, und aus Biete Beam ist dann arg Fragezeichen entstanden und ja, und da war man eigentlich schon verfeindet, Imperium und die Beam zwar. Da war dann schon die Feindschaft sehr groß durch die Biete Beam-Aktionen und so. Ja. War schon cool, das Ganze entstanden ist. Und jetzt sind es hier nur noch so schnelle Projekte, wo zum Beispiel die Beam macht, ne? Nur so Ein-Tages-Projekte. Oh. Oh, ich habe schwarze Beere gegessen. Bitte, 300er Level, ja? 300er Level Giga. Kein anderer Tribe hat so ein hohes Tier, keine Tame. Selbst das war mal ein Haufen Leute. Wir haben im Bin von 2 Stunden bei dem Projekt, im Bin von 2 Stunden, haben wir eine Base stehen gehabt, die so riesig war. Und Grievous ist im Alleingang. Och Gott, was eine Aktion. Im Alleingang ist er zu der Beam Base und hat dann eine riese Bronto vom Lutz weggeballert. Wo der zurückkam, ist: Oh, ich hab gerade im Lutz so ein Bronto von der Base runtergeschossen. Nee, hast du nicht gemacht. Doch, ich hab Bilder. Ich beweise es euch. Kenner hat ihn damals geklappt, dass er das gemacht hat. Dass er das abgezogen hat. Ja, was für Waffe hast du benutzt? Ich weiß nicht, der muss noch angeditscht gewesen sein und ja, 3, 4 Schüsse von der Waffe und weg war er. Hammer. Hammer einfach, was Aktionen damals. Oh, was hast du denn jetzt gemacht? Was hast du denn jetzt gemacht? Das ist alles weggelöscht worden von dir. Was hast du geschrieben? Musst du irgendwas geschrieben oder du schreibst zu oft? Tja. Alles klar. Er ist jetzt Bescheid. Mein Bot ist sehr empfindlich eingestellt. Weil über die ganze Arc-Jahre habe ich auch sehr viele Feinde gekriegt und ich hatte schon bei meinem dritten Stream-Tag bin ich quasi schon vom ersten Feind überfallen worden und seitdem ist der Bot so empfindlich eingestellt. Dass mal sowas nämlich live passiert. Guck, ich habe hier zum Beispiel im Bild der Chat jetzt unten rechts. Jetzt muss ich da mal vorstellen, da steht irgendwas anderes, ne, wo viel anfälliger, verwerflicher ist. Ne, das geht einfach nicht, das kann ich nicht bringen. Und deswegen ist der Nightbot sehr empfindlich eingestellt. Also wirklich aufpassen, was du intippst. Ah, nicht spammen. Das fängt jetzt an, der ist jetzt hingegangen. Du bist beim Nightbot vorgemerkt, ne? Dadurch jetzt. Du musst jetzt echt dich 3 Streams lang im Chat echt benehme. Ich bander dich sogar raus, ne? Und ich kann nur nichts dagegen machen. Obwohl du jetzt zum Beispiel nur aus Scherz du Mörder geschrieben hast, ne? Ich weiß ja, dass es Scherz von da jetzt gedenkt war. Aber der Nightbot, wer ist das nicht? Das ist ein Computerprogramm, wo das macht. Er ist so eingestellt. Du musst ja echt aufpassen, was du schreibst. Schön umschreibe, nicht Caps Lock, der halbe Satz oder so. Ja. Wäre jetzt doof, wenn du aus meinem Chat gebannt wärst für 3 Streams oder so. Das wäre ja jetzt doof. Für dich. Hast du mich frisch gefunden. Aber ich freue mich auch, wenn ich dich bei YouTube in den Kommentaren wiederfinde. Hast du das genauso? Gamer 97? Hast du dich das auch so genannt? Schon wird es schwierig mit der Wiedererkennung. Ich sehe da gar nicht mal Followerzahl. Das fällt mir gerade mal so auf. Welchen? Ich habe da nicht mal Followerzahl auf dem Dashboard da. Weiß ich nicht. Natürlich, das Licht. Nee, ich meine da. Irgendeine Anzeige fällt mir da irgendwie. Aber da kann ich mal das umschalten. Ich kann das nicht umschalten. Wie schalte ich denn das um, dass ich das sehe? Hast du vielleicht eine? Oder? Ja, wie mache ich denn das? Ja, wie dann? Ist nicht optimal, aber okay.
Muss man mitleben. So, was haben wir dann noch so? Oje, du hast nichts mehr mitkriegt, das ist aber Kacke. Tja, irgendwie krieg ich doch okay Verstärkung. Das ist echt schade. Das ist schade. Ja. Wie gesagt, muss alles noch optimieren. Subscriber ist ganz neu. So, ich muss mal da gucken, dass ich Strukturen lerne. Kann mich weiterentwickeln. Um. Kiste, die wäre ganz gut. So, haben wir die Materialien schon? Ja. Kiste zum Zeug ablehnen. Perfekt. Hm, wir brechen nochmal. Die S-Plus-Kiste können mehr Sache tragen. Jetzt haben wir. Noch hin. Damage. Guten Tag. Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Was für eine Kreatur! Sind Sie ein Bewohner dieses Planeten? Ja, ich habe dort hinten mein Lager, aber wer sind Sie und was machen Sie hier? Ich habe Sie noch nie gesehen. Ich komme von diesem kleinen Mond da oben. Eine Weltraumschlacht hat mir die Notlandung verursacht. Ich musste hier notlanden auf diesem Planeten. Wollen Sie also diesen Planeten übernehmen? Oder wie sieht's aus? Ich sagte, ich musste notlanden. Wie soll ich das hier übernehmen? Ach so, ich dachte schon. Ich dachte schon, ich hätte Sie jetzt direkt erschießen müssen. Bleiben Sie auf Abstand! Ich kenne Sie nicht! Das hätten Sie nicht machen sollen. Hilfe, ich brauche Sturmtruppler. Ich bin hier in Gefahr. Also, jetzt sagen Sie nochmal, was genau machen Sie hier? Einen Weg finden, wieder zurückzugehen. Diesen Planeten zu verlassen, das ist mein Ziel. So schnell wie möglich. Und wenn Sie das geschafft haben, wollen Sie danach wiederkommen mit Ihren... Sehen Sie mich nie wieder. ...Helfern? Na gut, dann passen Sie auf sich auf, das ist hier nicht gerade die beste Gegend. Ich hoffe, wir sehen uns vielleicht noch ein weiteres Mal. Haben Sie vielleicht eine Karte dieses Planeten? Oh, das ist schwierig, ich kenne auch nur kleine Teile. Aber hier, nehmen Sie das, da haben Sie wenigstens einige Teile drauf. Bitte sehr. Ja, besser als gar nichts. Und auf welchem Quadranten befinden wir uns jetzt hier? Oh, das ist eine gute Frage. So ganz genau weiß ich es auch nicht. Lass mich mal kurz mit drauf gucken. Ich habe keine zweite dabei. Ich habe in meinem Lager noch eine.
Das ist eine gute Frage, auf welchem Quadranten befinden wir uns? Ich glaube eher in der oberen Ecke. Aber so ganz genau weiß ich das auch nicht. Ich habe mich ja auch schon das ein oder andere Mal verlaufen. Okay. Und dieses blaue Flugobjekt hier, diese Energie, die es ausstrahlt, was hat es damit auf sich? Sie meinen das Gebilde da vorne? Wie ist Ihr Name? Mein Name ist James Sky. Okay, ja, James Sky. Planeten. Das blaue Etwas meine ich. Wir wissen es selber nicht so genau. Ich habe schon einige andere Einheimische hier getroffen. Und auch die haben keine Ahnung. Durch die Energieausstrahlung bin ich von einer Waffe ausgegangen. Das wissen wir noch nicht. Es gibt einige von uns, die dieses Gerät genauer erfahren. Er hat eigentlich so Rebellekleidung an, ne? Gehören Sie irgendeiner Fraktion oder Verordnung oder Volk an? Ich gehöre zu den Schmugglern. Wir leben auf diesem... Ein Schmuggler? Alles klar, gut. Ich bin der dunkle Lord persönlich. Oh. Aber durch die Weltraumschlacht stark geschwächt. Wissen Sie, ob hier Rebellen auf dem Planeten sind? Ich habe bisher noch keine gesehen, aber bis vor kurzem hätte ich auch gesagt, dass von Ihnen auch keiner hier ist. Aber die Explosion meines Schiffes, konnte man die im Himmel sehen? Nicht wirklich. Ich habe es einfach für irgendein größeres Tier gehalten. Ich habe nur einen leiseren Knall gehört. Das musste weiter weg gewesen sein. Das hätte auch alles andere sein können. Wie haben Sie mich jetzt hier gefunden? Zufall? Sie hatten doch vorhin eine Leuchtrakete oder so etwas Oh Mann, es war eine saudumme Idee, das Leuchtpistol abzuschießen, ganz ehrlich, oder? Das hatte ich gesehen, deswegen bin ich in die Gegend gegangen und dann habe ich sie hier stehen sehen. Ja, ich war nicht aufmerksam. Ich habe versucht, mit der Macht weitere Lebensformen aufzuspüren. Ich habe mit euch gequatscht, Leute, und jetzt hat er mich gefunden. Gut, aber dann will ich sie erstmal nicht weiter aufhalten. Ich hoffe, wir sehen uns nochmal wieder. Wissen Sie schon, wo Sie sich vielleicht ein wenig niederlassen wollen? Zurzeit suche ich noch weitere meiner Truppen. Gut, und sollte ich zufällig welche sehen, soll ich denn etwas ausrichten von ihm? Ich werde Ihnen den Arsch aufreißen! Das können Sie denen ausrichten. Dann werden Sie wegrennen. Aber ich kann nicht machen. In der Nähe des blauen Gerätes bin ich. Okay, dann werde ich Sie zum blauen Objekt schicken. Möge die Macht mit euch sein, James Guy. Mit Ihnen auch, oder so. Das ist Ihr Spruch. Hab ich mal gehört. Sie sind nicht der Erste, der hier abgestürzt ist. Sehr wichtige Information. Dann verabschiede ich mich mal. Man wird sich später wiedersehen. Ist es schwer, so eine Kreatur zu kontrollieren? Och, mit ein paar Kniffen geht's recht einfach. Ich habe sie einfach Kniffen? In eine Falle gelockt. Falle ja, gelockt. Eine kleine Falle mit ein paar Stäben und Seilen ist es relativ einfach. Ist es ein Raubtier? Nee, es ist eher ein Pflanzenfresser. Wenn man dem ein paar Beeren hinhält, dann... Auch das ist eine sehr wichtige Information gewesen. So kann man es auch sehr gut in die Falle locken. Ich halte sie nun weiter nicht auf. Ja, man wird sie später wiedersehen, hoffe ich. Ich hoffe nicht. Mensch, jetzt hat mich doch schon einer gefunden, verdammt. Und dann ist es noch nicht mal Imperialer. Schmuggler. Aber wer ist? Schmuggler sind ja meistens auf republikanische Credits aus, ne? Ich hab keine Credits bei mir, ne? Ich konnte jetzt nicht irgendwie für mich ködern. Ich hab ja nichts bei mir.
Ich hab dem jetzt gecallt, dass ich da beim blauen Objekt bin. Hoffentlich schickt er nicht, falls er doch Rebelle kennt, dass ich dort bin. Und du warst das ziemlich schnell mit dem Roleplay hier. Wenn ich mich aufbaue, ein bisschen getan da. Wenn uns hier auch aufbauen, ne? Dann haben wir das da ohne im Blick, würde ich sagen. Ja, wir setzen da was hier. Ein bisschen weiter von der Clip weg, dass man das nicht gleich sieht. Wir haben uns doch hier schon ein bisschen was gebaut. Wand weg, dass man da noch eine Wand drin ziehen können. Ja, jetzt habe ich doch schon ein bisschen Roleplay gehabt. Doch ganz gut. Guck ich nochmal drüber, was wir so im Chat haben. Boah, deine hohe Giga damals. glaubst du mir das eh nicht? Wenn ich dir das jetzt so erzähle. Glaubst du mir das eh nicht? Wir haben den gefunden. Da kam die Servermeldung in 15 Minuten. Fährt der Server für heute runter. Wir sehen uns zur nächsten Runde Aufnahme. Und dann haben wir angefangen zu schießen. Und dann war natürlich der Moment, wo der Server runtergefahren worden ist, ne? Du kannst dir vorstellen, was passiert ist. Was passiert, wenn der Server runtergefahren wird und keiner drauf vorbereitet ist? Alle stürzen ab. Wir haben mit Agentavis und Petris haben wir dann von Over abgeschossen. So, Server fährt runter. Nächster Session-Tag. Server fährt hoch. Alle stürzen vom Himmel ab. Line vorm Giga. Alle werden gefressen. Also hatten uns die Giga alle erstmal verspeist. So. Die Vögel waren ja in die Luft geblippt zum Glück. Ist ja arg so gängig, ne? Da sind wir dort mit einem anderen Petri wieder hier, haben die Vögel erstmal aus dem Himmel geholt, haben versucht, also Anna war nackt, hat versucht, die Giga vom Loot wegzulocken, dass wir wieder die Sniper und die Darts hatten. Ja, und dann haben wir es halt in der Next Session dann gleich am Anfang das Ding getamed. Jo, Tame war fertig, ab durch Stargate und dann war das Ding in der Base. Ja, und dann haben wir dann gelevelt mit der ganzen Maschine, die dort waren. Einer ist drauf hockel geblieben und die andere haben die Maschine eingeschaltet und alles Mögliche gecraftet. Ja, so haben wir das Ding hochgepowert auf über 100, über 300 ist das Ding geworden. Gott, wo wir denn gefunden haben? War nur einer beim Scout und der hat dann geschrien: Boah, Giga High Level! Wir müssen alle kommen schnell! In 15 Minuten fahrt der Server runter. Oh. Ach, da waren als geile Aktionen. Da war Staffel, ich weiß nicht mehr welche. Ich weiß es nicht mehr. Wir waren draus, haben noch einmal ein Giga getamed. Das war bei der neueren Staffel. Könnte auch Quizplay-Projekt gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr, ob es Beam oder Quizplay-Projekt war. Aber ist ja egal. Es war auf jeden Fall eins von den YouTube-Projekten. Und da waren Stargates dabei. Es war Valhalla. Und wir haben wieder ein großer Giga gefunden und haben dann getamed. Und sind mit dem, weil wir keinen Sattel hatten, vom Tame-Platz zum nächsten Public Stargate gelaufen und haben dann dort gestanden. Und haben dann gesagt, so, wir kommen jetzt gleich mit dem Giga durch. Nee, Impi, wart kurz, wir haben keinen Platz vorm Stargate. Wir müssen erst Platz machen und dann, ja hopp, dann beeile euch, wir stehen da Mitte im Feld an dem Public Stargate. Der Moment passiert, das Public Stargate wird von einem anderen A gewählt. Es baut sich auf, er kommt durch und ich mach Psst. Giga auf aggressiv, der Giga beißt du M und hin, weg, tot. Der Typ hatte zwei Rex-Eier befruchtet dabei, Ebronto befruchtet dabei und drei Alusaurier befruchtet. Warum lauft man mit befruchteten Eier rum? Bitte erklär mir das. Boah, hat der geflamed im Chat. Alter, du! Gott, wie hat er das gemeint? Du campt, du tut einer am Stargate campen mit einem Giga! Support! Wir wollten nur durchführen unser Base, hallo?
Gott, das Geflame bei den Projekten. Ich kann dir echt sagen, es macht keinen Spaß. Jeder macht das. Mi, 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 mi.